Der Gletschersturz an der Marmolata kostete 11 Bergsteigern das Leben. 8 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. In diesem Video schauen wir uns eines der wohl schlimmsten Bergunglücke der vergangenen Jahrzehnte genauer an. Die Marmolata ist mit 3.343 Metern der höchste Berg der Dolomiten. Nach Süden bricht eine 2 Kilometer breite und bis zu 800 Meter hohe Steilwand ins Ombretta-Tal ab. Auf der Nordseite befindet sich der einzige größere Gletscher der Dolomiten, der unser Hauptort des Geschehens ist. Zum Gletscher gibt es sogar eine Sage, die so lautet: Ursprünglich gab es auf der Marmolata kein Eis und Schnee, sondern fruchtbare Almen und Wiesen. Vor einem Marienfeiertag im August unterbrachen die Bauern wie üblich die Heuernte und gingen ins Tal, um in die Kirche zu gehen. Doch zweien war die gebotene Feiertagsruhe gleichgültig. Sie arbeiteten den ganzen Feiertag durch, um ihr Heu noch trocken in die Heuschober zu bringen. Tatsächlich fing es auch gleich an zu schneien, doch es schneite immer weiter und hörte gar nicht mehr auf, bis schließlich die ganze Marmolata von einem Gletscher bedeckt war. Und an diesem Gletscher fand letztes Jahr im Juli ein riesengroßes Unglück statt. Unter einem Gletschersturz versteht man einen plötzlich als Eislawine abgehenden Abbruch eines Gletscherteils. Bei dem Unglück riss das untere Ende des Gipfelgletschers der Punta Rocca, des niedrigeren der beiden Gipfel der Marmolata ab. Die Eis- und Gesteinsmassen stürzten mehrere hundert Meter tief über den Nordhang auf die darunter vorbeiführende Normalroute zur Punta Peña und weiter bis knapp vor den rund 1,5 Kilometer entfernten Fedaya-Stausee. Das Unglück selbst ereignete sich gegen 13.45 Uhr. Die Route war aufgrund des Zeitpunktes am frühen Nachmittag eines sommerlichen Sonntags stark begangen. Am Tag nach dem Unglück, das du hier im Hintergrund eingeblendet siehst, war der Tod von 7 Personen bestätigt. Unmittelbar nach dem Unglück wurden unter den Toten 3 Italiener aus der norditalienischen Provinz Vicenza identifiziert, darunter ein 52-jähriger Bergführer, der eine von 2 betroffenen Seilschaften angeführt hatte. 8 Bergsteiger wurden zum Teil schwer verletzt. Neben den 7 bestätigten Toten galten am Unglückstag 14 weitere Menschen als vermisst. Nachdem zu einigen von ihnen Kontakt hergestellt werden konnte, sank die Zahl der Vermissten bis Dienstagabend auf 5. Unter den Verletzten befanden sich ein 67-jähriger Mann, eine 58-jährige Frau aus Deutschland, ein anfänglich vermisster Niederösterreicher meldete sich am Tag nach dem Unglück bei den Behörden. Aufgrund der Sicherheitslage, um die Bergungsarbeiten nicht zu behindern und um Schaulustige fernzuhalten, wurde das gesamte Areal durch die Regierung gesperrt. Die Bergungsarbeiten mussten am Abend des Unglückstages aufgrund weiterer drohender Abstürze und am Folgetag wegen eines aufziehenden Gewitters unterbrochen werden. Die Chancen, weitere Überlebende in dem gewaltigen Lawinenkegel zu finden, wurden als sehr gering eingeschätzt und die Suche auch in den Folgetagen aufgrund der anhaltenden Gefährdung mit Drohnen und Wärmebildkameras fortgesetzt. Der Lawinenkegel selbst habe sich derart verfestigt, dass man ihn selbst mit Spitzhacken kaum ergraben könne. Die eindeutige Identifikation der bis dahin geborgenen Opfer erwies sich aufgrund der Wucht der Gesteins- und Eismassen als schwierig. 3 Tage nach dem Gletschersturz konnten die Bergungsmannschaften des Zivilschutzes und der Bergrettung 2 weitere Leichen ausmachen und bergen. Die Toten gehörten vermutlich der gleichen Seilschaft an. Die Zahl der bestätigten Todesopfer erhöhte sich damit auf 9 Personen. Am Tag darauf bargen die Suchtrupps im unteren Teil des Lawinenkegels das 10. Todesopfer. Um das Risiko für die Einsatzkräfte im Lawinenkegel so gering wie möglich zu halten, war der Einsatz auf die frühen Morgenstunden beschränkt worden. Des Weiteren konnten im Laufe des Tages 2 tschechische Bergsteiger neben den bereits bekannten 4 italienischen Alpinisten identifiziert werden. 2 Personen wurden nach wie vor vermisst. 6 Tage nach dem Unglück wurde das 11. Todesopfer gefunden. Die Behörden gaben zugleich bekannt,
dass sie nach den vorliegenden Informationen davon ausgehen, dass es keine weiteren Vermissten gäbe. Zudem teilten sie mit, dass mit Hilfe von DNA-Proben alle Opfer identifiziert werden konnten. Nach der vorläufigen Schlussbilanz forderte der Gletschersturz 11 Tote, darunter 9 italienische und 2 tschechische Staatsbürger. 7 Verletzte wurden nach wie vor im Krankenhaus versorgt. Einer davon befand sich noch im kritischen Zustand auf der Intensivstation des Krankenhauses in Treviso. Ende August gaben Familienangehörige bekannt, dass letzterer langsam aus seinem 7-wöchigen Koma erwache. Welche Ursachen hatte also der Gletschersturz und wie wurde dieser eingeordnet? Seitens der Bergretter wurde das Ereignis als außergewöhnlicher Vorfall, der mit einer normalen Lawine nicht zu vergleichen sei, bezeichnet. Nach ersten Vermutungen waren die extrem hohen Temperaturen der vorherigen Tage ein Faktor, der zu dem Unglück führte. Dazu war im vorigen Winter viel weniger Niederschlag als gewöhnlich gefallen, sodass dem Gletscher eine isolierende Schneeschicht als Schutz gegen die Sonne und die hohen Temperaturen fehlte. Reinhold Messner sah in dem Unglück eine Folge der Erderwärmung. Durch auftauenden Permafrost bildet sich Wasser unter dem Gletscher. In einer ersten Einschätzung ging der Glaziologe Georg Kaser ebenfalls von eindringendem Schmelzwasser aus, das sich unterhalb des Gletschers gestaut und letztlich als Gleitmittel für die Eismassen gedient habe. Die Sprecherin der italienischen Bergführervereinigung betonte, dass derartige Ereignisse sehr selten und unmöglich vorherzusagen seien. Die Ursache sei im veränderten Klima zu suchen. Auch der zuständige Oberstaatsanwalt von Trient stufte das Unglück als ein unvorhersehbares Ereignis ein und wies damit Anschuldigungen von Angehörigen zurück, wonach der Weg aufgrund der Lawinengefahr durch die hohen Temperaturen gesperrt hätte werden sollen. Am Tag nach dem Unglück besuchte der italienische Ministerpräsident Mario Draghi die Ortschaft Canazei, wo sich das Einsatzzentrum der Rettungskräfte befand. Staatspräsident und weitere hohe Politiker drückten ihre Anteilnahme aus. Selbst Papst Franziskus reagierte mit dem Aufruf, angesichts des Klimawandels neue Menschen und naturbewusste Wege zu finden. Mit dem Unglück selbst war aber die Gefahr an der Marmolata noch nicht gebannt. Am 17. Juli 2022 brach unweit der Abbruchstelle eine etwa 200 Meter lange und nach ersten Schätzungen zwischen 25 und 35 Meter breite Gletscherspalte auf. Der Bruch verursachte einen lauten Knall, der von einigen Hüttenwirten wahrgenommen wurde, die daraufhin Alarm schlugen. An der Punta Rocca waren am gleichen Tag auf über 3000 Meter Höhe bis zu 10 Grad Celsius registriert worden. Der Katastrophenschutz der autonomen Provinz Trient präzisierte am Tag darauf, dass die östlich der Abbruchstelle vom 3. Juli 2022 liegende Spalte bereits vorher existiert habe. Sie sei aber augenscheinlich größer geworden. Bei einem Kontrollflug am 18. Juli wurde festgestellt, dass sie seit dem Vortag anscheinend noch weiter aufgebrochen sei. Beobachtet wurde, dass bei anhaltend hohen Temperaturen große Mengen Schmelzwassers in die Spalte flossen. Die Behörden zeigten sich nach dem Vorfall beunruhigt, da die neu in Bewegung geratenen Gletschermassen um das Vielfache größer seien als die am 3. Juli abgebrochene Eismassen. Bei einer Zuspitzung der Lage müsste auch die Evakuierung von Gebäuden am Fedayer Stausee in Erwägung gezogen werden. Daraufhin ordnete der Bürgermeister von Canazei die Ausweitung der gesperrten Zone bis zum Stausee an. Aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen bestehe die hohe Gefahr von weiteren abrupten Ereignissen. Nach einer Risikoanalyse schlossen die Behörden wegen des durch Trockenheit niedrigen Wasserstandes allerdings aus, dass eine durch einen weiteren Abbruch ausgelöste Flutwelle im Fedayer Stausee die Dammkrone oder die am Stausee vorbeiführende Staatsstraße SS621 erreichen könne. Heute ist die Marmolata wieder ein vielbegangener Berg, der aktuell aufgrund von Gipfelkreuzkraxeleien in den Medien vorkommt.